Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns anschauen, wie man in Procreate einen digitalen Sketching-Look erzeugen kann. Dafür werden wir dieses Motiv gemeinsam malen. Ich nutze dafür wie immer mein iPad Pro und den Apple Pencil 2. Wenn auch du direkt mitmalen möchtest, dann schnapp dir gerne deine Malutensilien und dann kann es auch schon losgehen. Dafür habe ich jetzt meine Leinwand mit der Skizze schon geöffnet. Diese könnt ihr euch wie immer genauso wie die Farbpalette unter dem Link in der Beschreibung herunterladen. Und für diese Illustration heute brauchen wir genau 3 Pinsel. Diese sind alle in Procreate selber enthalten. Ich blende euch hier einmal ein, welche das sind. Dann könnt ihr euch diese vielleicht schon in einem Ordner speichern, damit ihr direkt alle beisammen habt. Beginnen werden wir jetzt einmal damit, die Transparenz unserer Skizze ein bisschen runterzudrehen, damit wir diese gut erkennen können. Und außerdem im Überblendmodus auf Multiplizieren, weil wir gleich alles darunter malen werden und dann können wir das Ganze eben noch sehen, genauso wie unsere Skizze. Dann werde ich diese noch sperren, damit wir nicht aus Versehen darauf malen können. Und dann seht ihr schon, dass hier diese Ebene separat ist mit dem Text. Die stellen wir uns einmal aus, weil wir die nachher wieder einblenden und dann unabhängig von der Skizze eben nutzen. Dann lege ich mir direkt eine neue Ebene an und werde die darunter verschieben. Und beginnen werden wir dann einmal unsere Outlines zu malen. Das machen wir ja sonst nicht, aber eben in diesem digitalen Urban Sketching soll das eben den Fineliner-Look geben. Dafür gehe ich einmal bei der Farbe in ein Schwarz und beim Pinsel wähle ich unter Tinte die feine Spitze aus und werde die in maximaler Größe verwenden. Bei den meisten Pinseln, die ich nutze, stelle ich die Streamline ein bisschen höher. Das könnt ihr unter den Pinseleinstellungen ändern, indem ihr einmal auf den Pinsel draufdrückt und dann die Option Stabilisierung auswählt und die Streamline etwas höher stellt. Das sorgt dafür, dass die Linien nicht so ruckelig aussehen und die Stiftführung lockerer wird. Oder aber ihr nutzt die Funktion, das direkt für alle Pinsel gleichzeitig einzustellen. Dafür geht ihr unter dem Schraubenschlüssel in die Einstellungen. Unter Druck und Glätten könnt ihr die Stabilisierung auch für alle Pinsel automatisch einstellen. Und dann ziehe ich jetzt als erstes alle Outlines nach, die ich habe. Die Stellen, in denen ich hier die Flächen ausmale, sind nachträglich schneller bearbeitet. Wenn euch das zu schnell geht, dann pausiert das Video sehr gerne, bis ihr eure Fläche ausgemalt habt und macht dann weiter.
Beim Text werde ich jetzt ebenfalls alle Outlines ziehen und diese dann anschließend auch füllen. Und jetzt fülle ich mir die, indem ich die Farbe hineinziehe und dann weiter einfarben wähle. Und dann kann ich die nächsten einfach antippen und mir so den Schwellenwert gegebenenfalls nochmal anpassen, falls das manchmal nicht ganz passt. Und dann einfach alle nacheinander antippen. Wenn da kleine Lücken bleiben, können wir die einfach nochmal ausfüllen. Damit haben wir unsere Outlines jetzt schon fertig und können uns die Skizze direkt ausstellen und auch den Text hier einmal wieder einblenden. Wenn euch die Outlines noch nicht stark genug sind, könnt ihr euch die Ebene einfach dreimal duplizieren, also dass drei Stück vorhanden sind und dann zusammenzwicken, sodass es wieder eine einzige Ebene ergibt. Als nächstes machen wir dann mit den gröberen Flächen weiter und beginnen einmal damit, hier die vordere Stufe zu malen. Für alles, was jetzt kommt, werde ich den Pinsel Monoline benutzen, um diesen Brushpen-artigen Effekt zu erzeugen. Und dafür wechsle ich einmal unter Kalligraphie in den Monoline-Pinsel und werde mir da die Deckkraft auf 45% stellen. Bei der Farbe wechsle ich dafür in das helle Grau und lege mir dafür natürlich wieder eine neue Ebene an und werde die unterhalb von meiner Outline-Ebene machen, damit die Outlines eben immer ganz oben bleiben. Die Größe vom Monoline-Pinsel werde ich mir jetzt auch hier auf die maximale Größe von 100% stellen. Und dann beginne ich einmal hier ganz grob meine Fläche auszumalen. Das muss auch gar nicht komplett sein. Da können ruhig weiße Flächen bleiben, weil wir jetzt als nächstes den Wischfinger nutzen werden, um uns eben diese Verwässerung anzudeuten vom Urban Sketching Look. Dafür gehen wir hier einmal in den Wischfinger und wählen uns dann unter Wasser den Pinsel zerfließendes Wasser aus und werden den jetzt einmal auf 28% stellen und dann beginnen hier unsere grau gemalte Fläche einfach so ein bisschen zu verwischen. Das muss auch nicht ganz genau hier an den Outlines sein, wie gesagt, das soll ja diesen Urban Sketching Look bekommen. Damit haben wir die Stufe schon fertig und nach diesem Prinzip werden wir jetzt alle weiteren Elemente auch malen. Als nächstes wäre das hier die
diese vordere Kante. Dafür lege ich mir wieder eine neue Ebene an und werde dafür in das Orange wechseln und wieder in meinen Pinsel in den Monoline. Auch hier wieder einfach grob ein bisschen ausmalen. Und dann wieder in den Wischfinger wechseln und das Ganze wieder so ein bisschen verflüssigen. Dann malen wir als nächstes hier diese Fläche vom Treppenabgang auch wieder auf eine neue Ebene und das Ganze in dem dunklen Grau. Und auch das werde ich dann wieder verflüssigen. Wenn euch das wie hier so ein bisschen darüber gekommen ist, könnt ihr es entweder so lassen, weil das ja auch diesen verbesserten Look nochmal widerspiegelt. Ansonsten schubst ihr das einfach wieder so ein bisschen zurück. Der Balken hier drüber soll ein Licht andeuten. Auch das male ich wieder auf eine separate Ebene, gehe zurück in meinen Pinsel und wähle bei der Farbe wieder das Orange aus. Und werde jetzt hier mir einfach so den Balken ziehen und dann die restliche Fläche durch das Verflüssigen ausfüllen. Dann werde ich hier mit den restlichen Flächen von meinem Aufgang weitermachen, auch das wieder auf eine neue Ebene. Bei der Farbe wechsle ich zunächst in das mittlere Grau hier und werde mir die Größe von meinem Pinsel einmal auf 50% reduzieren und dann zunächst hier einmal die Fläche malen, ganz grob und dann wieder verflüssigen. Und die Fläche darüber male ich auch wieder auf eine separate Ebene und werde mir dafür das dunkle Grün wählen. Und das Ganze dann auch wieder verflüssigen. Dann werden wir als nächstes im Grunde genommen alles andere vom Geländer malen. Das mache ich wieder auf eine neue Ebene und wechsle dafür in das hellere Grün. Beim Pinsel wie gehabt der Monoline und bei der Größe in 50%. Und jetzt male ich erst wieder hier die etwas größeren Flächen davon grob aus, also so, dass da immer noch weiße Flächen bleiben. Das kleinere Geländer male ich als letztes, weil ich da die Größe vom Pinsel nochmal anpasse. Und jetzt achte ich hier so ein bisschen darauf, hier das, was ich male, quasi der dunkelste Bereich ist und da der Rest, der, wenn das Licht von hier käme, angestrahlt wird, eben ein bisschen heller wird. Den Streifen hier oben lasse ich aus, den malen wir gleich in einer anderen Farbe. Und mache dann hier mit der anderen Laterne weiter.
für den Rest vom kleineren Geländer hier werde ich den Pinsel jetzt einmal auf 15% reduzieren bei der Größe und mir dann hier noch das restliche vom Geländer ausmalen. Und dann gehe ich genauso vor wie bei den anderen Flächen zuvor auch, dass ich jetzt hier beginne, das Ganze zu verflüssigen. Für die Innenliegenden werde ich gleich die Größe nochmal anpassen. Dafür stelle ich mir die Größe von meinem Wischfinger auch auf 15% und werde jetzt da auch nur so ganz leicht nochmal über die Stäbe gehen, um das Ganze eben nur so ein bisschen anzudeuten, dass da die Farbe verwischt oder verflüssigt wurde. Hier sehe ich gerade, dass ich einen kleinen Balken vergessen habe. Den füge ich einfach nochmal hinzu. Dann können wir weitermachen mit den Details an der Laterne. Hier werde ich jetzt einmal die Kuppel auch noch auf derselben Ebene grün malen. Hier lasse ich in der Mitte ein bisschen weiße Fläche frei und werde das auch wieder verflüssigen. Und dann hier unten das Licht von der Laterne, das male ich mir auf eine neue Ebene und bei der Farbe in dem Orange. Die Größe stelle ich mir wieder auf 50% ein und male mir jetzt hier auch einmal grob das Licht von der Laterne aus und dann verflüssige ich das auch wieder. Dann fehlt uns hier noch so ein kleiner Metallstreifen. Den mache ich auch wieder auf eine neue Ebene und wechsle dafür in das mittlere Grau. Und male das auch wieder ganz grob. Und dann verflüssige ich das wieder. Damit haben wir die größeren Flächen jetzt auch schon fertig und können mit den Details weitermachen. Und da beginnen wir einmal mit der Taube hier oben. Die male ich mir wieder auf eine neue Ebene und bleibe dafür im mittleren Grau. Und die male ich mir auch einfach einmal so grob aus und dann verflüssige ich das noch minimal. Dann können wir hier noch unser Geländer malen. Auch dafür lege ich mir eine neue Ebene an, wechsle einmal in das ganz helle Grau, wieder in meinen Pinsel und werde die Größe noch auf 25% einstellen. Und dann male ich das einmal wieder etwas gröber aus. Und in dem Fall verflüssige ich das jetzt gar nicht, weil die Farbe so hell ist und die Fläche eben so klein.
Dann wollen wir hier bei dem Namen von der U-Bahn noch einen roten Kreis hinzufügen. Auch den male ich mir auf eine neue Ebene, wähle dafür das Rot aus und werde auch den so ein ganz bisschen ausmalen. Das muss aber auch nicht verflüssigt werden. Um dem Ganzen jetzt noch so ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen, werden wir jetzt noch Schichten hinzufügen, weil wir ja jetzt schon alle Flächen ausgefüllt haben, werden wir nochmal eine zweite Schicht hinzufügen, die das Ganze dann nochmal so ein bisschen dunkler macht und wie gesagt mehr Tiefe verleiht. Dafür beginnen wir mit den dunkleren Akzenten von dem Grün. Dafür lege ich mir einmal eine neue Ebene oberhalb von meiner Geländerebene an. Werde die im Überblendmodus auf Multiplizieren stellen, damit das Ganze eben diese dunklere Farbe annimmt. Und jetzt werde ich einmal wieder in mein helles Grün wechseln, beim Pinsel die Größe auf 50% erhöhen und mir jetzt hier so dunklere Bereiche einfach nochmal grob andeuten. Kann auch wieder ganz grob sein, weil wir das gleich eben nochmal verflüssigen. Das muss auch gar nicht realistisch sein. Das könnt ihr einfach nach Gefühl machen, wie es euch am besten gefällt. Hier oben an der Kuppel mache ich das auch. Hier einmal um dieses New York or Nowhere drumherum und genauso an der Anzeige darunter. Hier an meinem rechten Geländer. Und damit habe ich das jetzt schon. Und jetzt werde ich das eben wieder nochmal verflüssigen, damit die Übergänge nicht so hart bleiben. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal bei der kleineren Grünfläche am Treppenabgang. Dafür lege ich mir darüber eine neue Ebene an, werde auch die auf Multiplizieren stellen, bei der Farbe in das dunklere Grün wechseln, wieder in meinen Pinsel und dann werde ich hier auch nochmal ein bisschen dunklere Farbe hinzufügen und das Ganze nochmal verblenden durch das Verwässern. Als nächstes wollen wir diese Details auch noch bei den grauen Flächen hinzufügen, vor allem hier beim Treppenabgang, um hier unten eben so eine dunklere Fläche anzudeuten. Dafür gehe ich einmal zurück auf diese Ebene, lege eine Ebene darüber an, stelle die auf Multiplizieren, gehe bei der Farbe wieder in mein ganz dunkles Grau und werde mir jetzt hier einfach so ein bisschen dunklere Streifen nach oben ziehen. Und die dann nochmal so ein bisschen verflüssigen, damit das nicht ganz so hart aussieht. Wenn euch das zu klein ist, hier haben wir es ja noch auf der Größe 15%, könnt ihr wieder hoch auf die 25% gehen beim Wischfinger und das Ganze dann nochmal so ein bisschen gröber verwischen. Das gleiche machen wir jetzt auch noch hier vorne auf unserer Stufe, um da so ein bisschen dunklere Bereiche anzudeuten. Dafür gehe ich einmal auf meine unterste Ebene von der Stufe, lege auch hier eine Ebene darüber an, gehe auf Multiplizieren. Wähle mir dafür das mittlere Grau und werde mir jetzt
hier einfach so ein paar dunklere Bereiche, das kann ja durchaus auch Dreck sein, andeuten und die dann auch wieder verflüssigen. Ist mir das ein bisschen zu dunkel geworden, deshalb werde ich die Deckkraft davon einfach so ein bisschen reduzieren, bis mir das besser gefällt. Das wären jetzt in meinem Fall 59%. Als letztes wollen wir dann noch Akzente hier vor allem im orangenen Stufenbereich hinzufügen. Dafür lege ich mir bei der Ebene eine neue Ebene darüber an. Auch die stelle ich mir wieder auf Multiplizieren. Und bei der Farbe wechsle ich entsprechend nochmal in das Orange und werde mir jetzt hier vor allem im Stufenbereich das Ganze ein bisschen dunkler machen und hier unten in dem Bereich. Und dann werde ich das Ganze auch wieder verflüssigen. Und dann sieht das Ganze bei mir so aus. Als nächstes wollen wir noch Boden außenrum andeuten. Dafür lege ich mir wieder eine neue Ebene an und werde die einmal ganz nach unten verschieben. Wechsle dafür bei der Farbe in das helle Grau wieder und beim Pinsel wieder in meinen Monoline. Den stelle ich mir dafür auf 100% und werde jetzt einfach ganz grob hier mir so ein bisschen außenrum quasi Beton andeuten, aber wirklich nur ganz grob, weil wir den Rest jetzt wieder mit dem Wischfinger ausarbeiten werden. Den stelle ich dafür auf 50% und werde jetzt hier meine Farbe verflüssigen, sodass die Übergänge auch ganz zart werden. Bis mir das Ganze ganz gut gefällt. Und dann lasse ich das auch schon so. Und jetzt wollen wir fast schon als letztes nochmal so an ein paar Stellen bewusst ein Ineinanderfließen andeuten, um eben diese Verwässerung im Urban Sketching Look zu verstärken. Und das werden wir als erstes hier in dem Bereich machen. Dafür gehe ich einmal zurück auf die Ebene von meiner orangenen Stufe und werde jetzt hier mit dem Wischfinger ebenso bewusst ein bisschen in meinen grauen Bereich übergehen lassen. Dann dasselbe hier in dem Bereich. Dafür gehe ich einmal zurück auf meinen dunkleren Treppenabgang. Werde jetzt auch hier einmal so bewusst die Farbe rüberfließen lassen, sozusagen. Das Ganze mache ich jetzt auf meinem noch dunkleren Bereich darüber auch. Und dann sieht das Ganze bei mir so aus. Dann möchte ich, um das Ganze so ein bisschen verspielter darzustellen, noch ein paar ausgedachte grafische Elemente nochmal mit der feinen Spitze hinzufügen. Dafür gehe ich nochmal zurück unter Tinte in die feine Spitze, bei der Farbe in das Schwarz und dann natürlich wieder eine neue Ebene. Die mache ich ganz nach oben, oberhalb von meiner Outline. Und jetzt werde ich hier zunächst bei der vorderen Lampe einfach so zwei Striche hinzufügen, rechts, und bei der hinteren mache ich das Ganze links. Und dann mache ich hier neben dem E von dem Nowhere so zwei kleinere Striche und noch einen dritten noch kleiner. Und dann mache ich einmal hier unten noch drei Striche hin und hier rechts nochmal zwei. Und das gefällt mir dann auch schon ganz gut, aber da könnt ihr euch ausspielen, wie ihr das gerne möchtet.
Und jetzt als allerletztes werde ich noch Sprenkel hinzufügen. Dafür könnt ihr euch kostenlos einen Sprenkelbrush herunterladen, den ich euch bei diesem Video quasi mitliefere. Der sieht dann so aus. Werde bei der Farbe in das dunklere Grün wechseln. Mir auch dafür eine neue Ebene anlegen. Den werde ich mir auf ungefähr 45% stellen und dann hier einmal rechts vom Geländer und hier unten links noch ein paar Sprenkel hinzufügen. Damit die deutlicher zu sehen sind, werde ich mir die Ebene jetzt einmal duplizieren und dann wieder zusammenzwicken. Und dann habe ich das Ganze auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr euer Ergebnis zum Beispiel auf Instagram postet, dann vergesst nicht, mich zu markieren und verwendet gerne den Hashtag OfCourseTutorial, damit ich eure Ergebnisse auch finden kann. Unser Sketching-Motiv ist nun fertig und ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht. Dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere auch sehr gerne meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst.